Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem Video, in dem ich euch Movesets zu 15 verschiedenen Pokémon in Schwert und Schild vorstellen werde. Denn ich werde immer wieder gefragt, wie spielt man dieses Pokémon und dieses Pokémon und dieses Pokémon, und ich habe ja die Competitive Moveset-Reihe, in der ich nur die neuen Pokémon thematisiere. In diesem Video und vielleicht auch in weiteren Videos dieser Art werde ich euch jetzt 15 Pokémon vorstellen. Teilweise kennen manche natürlich auch einige Sets, aber ich werde auch nochmal genauer darauf eingehen, wieso man diese gerade spielt, in welchen Teamkompositionen man diese nutzen kann und so weiter und so fort. Das Ganze aber kompakt dargestellt, also werde ich jetzt nicht jeden einzelnen EV-Punkt vorstellen, sondern ihr werdet alles eingeblendet bekommen und ich gehe auf das Allgemeine ein. Aber ihr werdet es gleich erkennen, wenn wir loslegen. Damit fangen wir auch direkt mit dem allerersten von 15 OU-Pokémon an. Insgesamt gibt es noch 31 Overused-Pokémon, die ich nicht in der normalen Competitive Moveset-Reihe vorgestellt habe. Heute gibt es 15. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wird es wahrscheinlich noch eine weitere Folge geben. Lasst also gerne Bewertungen und Kommentare da. Und wir fangen an mit Durengard. Und ganz nebenbei, ich gehe auf das Smogon OU-Format ein. Man kann diese Sets aber problemlos auch im 3v3 Ranked-Modus nutzen. Aber so viel dazu, schauen wir uns jetzt das Stahlgeist-Pokémon Durengard genauer an. Und auf diesem Pokémon kann man diverse Movesets spielen. Ein sehr effektives Moveset ist ein Schwerthand-Set mit dem Lebenorb oder mit dem Luftballon. Vor allem mit dem Luftballon kann man das Schwerthand-Set sehr gut spielen, weil man problemlos in Erdbeben-Pokémon reinkommen kann. Zum Beispiel sowas wie Hippoterus kann nichts gegen einen machen, solange man den Luftballon hat. Natürlich, sobald man irgendwie angegriffen wird, platzt der Luftballon, aber es gibt halt Pokémon, die zum Beispiel nur Erdbeben können. Oder sowas wie Stalobor kann halt das 1v1 nicht gewinnen, weil man vorher erstmal auf Eisenschädel gehen muss, um den Luftballon wegzubekommen, und dann kann man einfach Nahkampf drücken. Und mit Eisenschädel, Schattenstoß und Nahkampf kann man eigentlich auch so ziemlich alles Wichtige abdecken. Vor allem der Schattenstoß auf +2 ist super wichtig, um diverse Matchups zu gewinnen. Durengard hat aber nicht nur seine Stärke in der physischen Form, sondern auch die spezielle Form mit dem Wahlglas ist natürlich super stark. Denn in die Kombination aus Spukball und Lichtkanone kann gar nicht mal allzu viel reinwechseln, und wenn man mal richtig viel Schaden raushauen möchte, kann man sogar den Stahlstrahl nutzen. Natürlich bekommt man dadurch 50% Rückstoßschaden, aber das lohnt sich in manchen Fällen wirklich sehr. Und da man eigentlich sonst keinen Angriff mehr auf Durengard braucht, kann Toxin auch praktisch sein, um sowas wie Grifeldis zu vergiften, weil Grifeldis eines der größten Probleme für Durengard ist und dieses dann nach und nach angechippt wird. Wobei auch Schattenstoß hier auf dem Set eine Option ist, selbst wenn man es komplett speziell offensiv spielt, weil eine Priorität nie schlecht ist. Wenn man aber tatsächlich eine Option gegen Grifeldis haben möchte, kann man sogar das Wahl-Bann-Set spielen. Das spielt man eigentlich mit den gleichen Angriffen wie das Schwertern-Set. Aber als vierten Angriff hat man dann noch Kopfstoß, und in Wahlbahn-Kopfstoß will Grifeldis ganz sicher nicht reinkommen. Also ihr seht schon, Durengard hat drei effektive Sets, aber Durengard hat noch ein viertes gutes Set, und zwar ist es ein Delegator-Toxin-Set. Denn man kann gegen diverse defensive Pokémon einen Delegator rausbekommen, kann Toxin drücken, kann Königsschild drücken und somit den Gegner langsam aber sicher anschwächen. Auch gegen Grifeldis ist das auf jeden Fall nicht unpraktisch. Und mit Spukball hat man dann einfach noch einen sehr starken Step, der sehr viel Schaden macht, weil wir hier komplett speziell offensiv sind und auch ein ruhiges Wesen haben mit 0 Init-DVs, weil wir sehr langsam sein wollen auf dem Set. Denn sobald wir die Form wechseln, sind wir defensiv sehr schlecht aufgestellt, weshalb wir meistens nach dem Gegner agieren möchten, um mehr Angriffe abzufangen und dann halt wieder die Form wechseln zu können in der nächsten Runde mit dem Königsschild. Weiter geht's dann mit einem sehr guten Check für Durengard, das bereits angesprochene Grifeldis. Und dieses Pokémon ist etwas einseitiger, aber nicht zu unterschätzen, denn speziell defensiv kann es super viel überleben. Und vor allem die Plateauschuhe macht es zu einem sehr guten Pivot, also einem Pokémon, was ohne Probleme reinkommt und mit der Kehrtwende wieder rauswechseln kann. Außerdem lässt sich Grifeldis als perfekter Check gegen Katapuldra immer nutzen. Man hat Auflockern, um Tarnsteine und so weiter wegzubekommen, und mit Schmarotzer kann man ein gesetuptes Durengard einfach One-Hit-KO'en. Deshalb spielen wir auf Level 50 100 in der Initiative, damit wir ein voll Init-investiertes Durengard mit einem harten Wesen immer outspeeden können. Beziehungsweise geht das generell für alle 60er Init-Base-Pokémon. Also kann ich dieses Init-Investment nur empfehlen. Man kann natürlich auch statt Schmarotzer Abschlag spielen, das ist auch eine Option, und auch Verhöhner und Toxin
sind durchaus gute Angriffe auf Gefährdes, aber dieses Moveset mit Ruheort, Auflockern, Kehrtwende und Schmarotzer ist meiner Meinung nach in vielen Fällen das effektivste, wobei man immer ein bisschen was abändern kann, je nach Team. So ganz nebenher eine kleine Werbung, wenn ihr euer aktuelles Wissen oder das Wissen, was ihr jetzt noch dazu bekommt, nutzen wollt. Diesen Sonntag, dem 15. März, findet ein Showdown OU Turnier ab 11 Uhr statt, was wir über Data Gaming organisieren. Das ist das erste Turnier von vielen, also schaut auf dem Kanal vorbei und lasst dort auch gerne ein Abo da. Links zu allen Informationen sind in der Videobeschreibung, ihr könnt auch was gewinnen. Das heißt, nehmt dran teil, habt Spaß, ich würde mich freuen, ich mache nämlich auch mit, das heißt, ihr könntet auch vielleicht gegen mich kämpfen im Turnier. Weiter geht's aber mit dem nächsten Pokémon. Ein weiteres gutes, physisch-offensives Geist-Pokémon ist Mimikma. Mit der Typenkombination und vor allem mit der Fähigkeit ist es ziemlich einzigartig und mit einem Schwertern-Set hat man immer ein sehr gefährliches Pokémon. Denn Kostümspuk erlaubt es einem immer sicher einen Angriff zu überleben, wobei man seit der 8. Generation ein Achtel seiner maximalen KP verliert, wenn denn der Kostümspuk bricht. Ich denke, dieses Set ist einigen bekannt, denn mit dem Schwertanz, Knuddler, der Dunkelklaue und Schattenstoß hat man eigentlich immer sehr viel Sweeping-Potenzial. Manche schwören auch auf den Ableitieb. Ich persönlich denke nicht, dass das nötig ist. Zwar heilt man dann ein bisschen den Leben-Orb-Schaden, was nie unpraktisch ist, aber mit Dunkelklaue hat man noch einen besseren Geist-Step und damit trifft man ja auch relativ viel schon sehr hart. Aber Mimikma ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man eine gute Teamkomposition braucht, damit es mehr scheinen kann. Deshalb seht ihr auch natürlich nochmal potenzielle Partner-Pokémon eingeblendet, denn die Checks und Counter sind in vielen Teams vorhanden. Einer der besten Checks für Mimikma ist natürlich Überbrückung Stahlebor. Ein sehr beliebtes Pokémon und mit Überreste und Fokusgurt hat man ein sehr beliebtes Set. Das Item kommt natürlich darauf an, was man lieber haben möchte. Mit den Überresten kann man etwas länger überleben. Mit dem Fokusgurt hat man immer ein gutes Lead-Pokémon, um sicher die Tarnsterne rauszubekommen, was vor allem in sehr offensiven Teams immer gut funktioniert. Weil dieses Stahlebor-Set soll vor allem das Team unterstützen, mit den Tarnsteinen und die Tarnsterne mit Turbodreher wieder wegbekommen, aber man hat mit Erdbeben und Eisenschädel immer noch sehr viel offensives Potenzial. Denn Erdbeben kann ja dank der Überbrückung sowas wie diverse Rotom-Formen einfach mal weghauen, weil die Fähigkeit ja negiert wird. Und mit Eisenschädel hat man gegen beliebte Feen-Pokémon wie Pixie eine sehr gute Antwort. Wenn man dann aber doch lieber die Sweeper-Schiene fahren möchte, kann man das Ganze natürlich in der Kombination mit einem Sandsturm-Chor machen, also Despota oder Hippotheos spielen, denn diese können den Sandsturm aufsetzen und mit der Fähigkeit Sandscharrer verdoppelt man dann eben seinen Initiativwert, wenn der Sandsturm aktiv ist. Wenn man dann auch noch seinen Angriff mit Schwertanz weiterhin boostet, kann man richtig viel Schaden drücken und diverse Sweeps angehen. Und tatsächlich kann man auch selbst auf diesem Set überlegen, Turbodreher zu spielen, weil es nicht schlecht ist, trotzdem nochmal die Initiative zu boosten, vor allem dann, wenn man keinen Sandsturm mehr aktiv hat. Man kann auch über Steinhagel nachdenken als Angriff, das lohnt sich aber tatsächlich im aktuellen Meta eher weniger. Natürlich braucht Stahlebor auch einen guten Sandsturmpartner und der ist wie bereits angesprochen mit Despota auf jeden Fall vorhanden. Vor allem das Walbahn-Set ist aktuell super beliebt, weil man richtig stark reinhaut, in Knirscher und Steinkante will fast gar nichts reinkommen und sowas wie Tentantel kann man dann mit einem Feuerschlag mal eben weghauen. Natürlich kann man auch über ein Offensivwesten-Set nachdenken, damit hat man nochmal eine bessere Spezialverteidigung, die wird ja sowieso nochmal im Sandsturm geboostet um 50%, weil Despota ein Gesteins-Pokémon ist und das ist natürlich super gegen speziell offensive Katapultras. Man kann aber auch eine etwas unterstützendere Variante spielen mit dem Glattbrocken oder mit den Überresten. Mit den Glattbrocken kann man den Sandsturm von 5 auf 8 Runden erhöhen oder man bekommt nochmal ein bisschen Heilung durch die Überreste. Auf diesem Set kann man dann halt die Tarnsterne nochmal drauf spielen, trotzdem 3 Angriffe, wobei ich immer auf Feuerschlag gehen würde für sowas wie Tentantel, aber man kann auch für Kraftkoloss gehen, um sowas wie andere Despotas besser zu treffen. Dennoch ist Feuerschlag in den meisten Fällen die beste Option als dritter Angriff. Und mit Despota lässt sich eigentlich viel Kram machen. Man kann über Drachentanz nachdenken oder ein Mixed-Offensives Set, aber diese Sets sind eigentlich so ziemlich aktuell zumindest die effektivsten. Wir haben jetzt sehr viele physisch-offensive Pokémon gesehen, weil das Meta aktuell auch sehr physisch ist, aber sowas wie Wahlglas Kyurem ist natürlich eine große spezielle Bedrohung, denn in dieses Pokémon will eigentlich so ziemlich gar nichts reinkommen.
Vor allem, weil Kyurem seit Generation 8 auch nochmal den Gefriertrockner dazu bekommen hat. Dadurch kann es gegen defensive Wasser-Pokémon richtig gut Schaden drücken. Man kann aber statt dem Standard-Wahlglas-Set auch über ein Metronom-Set nachdenken. Denn mit Erdkräfte und Eisstrahl kann man so ziemlich die meisten Matchups gewinnen. Und wenn man das Ganze eben mit einem Delegator und Ruheort kombiniert, hat man wirklich viele Optionen. Denn hinterm Delegator muss man nicht mehr auf Statusattacken wie Toxin, Donnerwelle und so weiter schauen. Und mit Ruheort kann man sich immer wieder gegenheilen. Und wenn man die Option hat, einen Angriff immer weiter zu spammen, wird das durch das Item Metronom verstärkt. Weil jede Runde machst du 20% mehr Schaden, bis du 200% mehr Schaden machst. Und man darf ganz so nebenbei auch die Fähigkeit Erzwinger nicht vergessen, weil man die AP des Gegners doppelt so schnell reduziert, was auf diesem Set umso besser wirken kann. Von einem legendären Pokémon zum nächsten, Terrakium ist natürlich ebenfalls super stark. Und das erste Set ist relativ variabel, wenn man sich die Items anschaut. Man kann natürlich für ein rein offensives Lehmorb-Set gehen, aber auch Fokusgurt ist hier eine gute Option, genauso wie Wechselhülle. Vor allem die Wechselhülle ist wichtig gegen sowas wie Diktri, weil Diktri hat die Fähigkeit Ausweglos. Das heißt, sobald es reinkommt, kann es Terrakium einfach gefangen halten und man stirbt halt durch ein Erdbeben, aber mit der Fähigkeit Wechselhülle kann man problemlos wieder rauswechseln. Generell empfehle ich hier ein Schwertern-Set mit 3 Angriffen, Nahkampf, Steinkant und Erdbeben trifft so ziemlich alles sehr gut. Man kann aber auch auf dem Fokusgurt-Set über ein Tarnsteine-Set nachdenken. Also man spielt trotzdem 3 Angriffe, aber dann halt auf dem 4. Move-Slot noch die Tarnsteine. Auch Verhöhner ist ein guter Angriff auf diesen Pokémon oder sogar Steinpolitur, aber generell würde ich sagen, dass das Lehmorb Schwertern-Set mit am besten ist. Wenn man dann aber einen reinen Breaker haben möchte, ist natürlich das Walbahn Terrakium Set am besten geeignet. Denn man haut super viel Schaden raus und wenn man dann auch noch auf eine Undichtattacke reinkommt, wie zum Beispiel Schmarotzer von Grefeldis, aktiviert sich Redlichkeit, man bekommt einen Angriffsboost und man haut super viel Schaden raus. Und da man jetzt den 4. Angriffsslot auch noch frei hat, kann man tatsächlich Ruckzucki spielen, denn diese Priorität kann einem manchmal das Spiel retten. Wobei auch Eisenschädel natürlich cool ist gegen Feen-Pokémon, aber mit Steinkante macht man meistens schon genügend Schaden. Eins der aktuell besten Pokémon ist die Fee Pixie. Vor allem die defensiven Sets sind super effektiv und das Pokémon lässt sich super variabel spielen. Das beliebteste Set aktuell ist aber tatsächlich das Mondgewalt Wunschtraum Schutzschild Teleport Set. Teleport hat ja seit Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli einen neuen Effekt, denn mit dieser Attacke kann man rauswechseln. Funktioniert ähnlich wie Staffette, aber tatsächlich noch ein bisschen besser auf Pixie, weil es eine -6 Priorität hat. Das heißt, man kann immer als letztes rauswechseln, egal was passiert. Wenn der Gegner also wechselt, kann man darauf perfekt reagieren. Wenn der Gegner Pixie nochmal angreift und Pixie kann halt relativ viel überleben, dann ist das kein Problem, kann es halt sicher rauswechseln. Vor allem, wenn es einen Wunschtraum vorher eingesetzt hat, kann es diesen halt weitergeben. Und das macht dieses Set aktuell so stark. Wenn ihr aber keine Option auf Teleport habt, weil es halt durch Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli nur erhältlich ist, könnt ihr natürlich auch einen Standard Weichei-Set spielen, beziehungsweise Mondschein, weil auch nicht jeder den Zugriff auf Weichei hat. Und dafür könnt ihr dann halt statt Schutzschild sowas wie Flammenwurf oder Donnerwelle spielen und statt Teleport könnt ihr über sowas wie Aromakur oder Gedankengut nachdenken. Also da gibt es super viele Optionen. Wichtig ist nur, dass man dieses Set tatsächlich sowohl physisch als auch speziell defensiv spielen kann. Speziell defensiv steht es halt gut gegen Pokémon wie Kyurem da, was ja sonst sehr, sehr viel Schaden gegen die meisten Pokémon macht. Oder man kann es physisch defensiv spielen, damit man gegen sowas wie Meisterriff ein bisschen besser dasteht, Terrakium oder tatsächlich auch Zeraora. Vor allem, weil man das physisch-defensive Set auch mit Gedankengut kombinieren kann, kann das natürlich auch eine starke Option sein. Wenn ihr aber die offensive Variante fahren wollt, könnt ihr das natürlich mit dem Lebenorb machen. Denn dank Magieschild bekommt man ja keinen Schaden vom Lebenorb, aber hat trotzdem den 30% Bonus und mit Mondgewalt, Donnerblitz und Flammenwurf kann man so ziemlich alles effektiv treffen. Und mit Weichei bzw. Mondschein hat man auch noch eine gute Heilung. Dieses Set ist jetzt zum Beispiel speziell offensiv investiert. Viele spielen es auch aktuell physisch defensiv und trotzdem mit dem Lebenorb und dann auch noch irgendwie mit Gedankengut. Aber letztendlich muss ich sowieso sagen, dass dieses Set an Popularität verloren hat. Denn das erste Set, vor allem mit dem Wunschtraum, Schutzschild, Teleport-Gedöns, ist halt super, super gut. Wenn man aber Probleme gegen Pixie hat, kann ich nur Zesurium empfehlen. Mit der Fähigkeit Siegeswille ist es natürlich auch
ein sehr starkes Pokémon, um in Auflockern reinzukommen, weil es dadurch ja einen plus 2 Angriffsboost bekommt. Wenn es zum Beispiel aber auch in eine Mondgewalt reinkommt und der Spezialangriff zu einer 30%igen Wahrscheinlichkeit droppt, bekommt man ebenfalls einen Angriffsboost. Und auch so hat man natürlich die Möglichkeit, mit dem Schwertanz seinen Angriff auf plus 2 zu boosten und mit Eisenschädel, Tiefschlag und Abschlag richtig gut reinzuhauen. Wenn ihr keine Möglichkeit auf Abschlag habt, könnt ihr natürlich auch für Next Strike gehen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Option. Und zu diesem Pokémon lässt sich eigentlich nicht viel sagen, außer dass ihr entweder Lebenorb oder die Schattenbrille spielen könnt. Mit dem Lebenorb bekommt ihr natürlich etwas mehr Schaden auf den Gegner, aber auch konstant selber ein wenig Schaden. Mit der Schattenbrille wiederum könnt ihr eure 2 Unlichtattacken um 20% boosten, was ja auch nicht schlecht ist. By the way, würde ich euch hier auf jeden Fall ein hartes Wesen empfehlen, da ihr einfach auf plus 2 mit einem Tiefschlag den maximalen Schaden machen wollt und auch sehr viel Sweeping-Potenzial habt, wenn ihr es ordentlich anstellt. Ein gutes Pokémon gegen Cesurio wiederum ist das Wasserkampf-Pokémon Kaideo. Und vor allem das Wahlglas-Set böllert richtig rein. 108 in der Initiative ist natürlich auch eine super Initiativ-Base, um viele Pokémon zu outspeeden und man kann auf jeden Fall mit diesem Set einiges anstellen. Wichtig ist vor allem, dass man hier auch die Hydro-Pumpe drauf spielt, neben dem Siedewasser, einfach nur um die Möglichkeit zu haben, noch mehr Schaden auf Pokémon wie zum Beispiel Gryphaelis zu machen, denn dann werden sie auf jeden Fall nicht so einfach reinkommen können in so eine Wahlglas-Variante. Natürlich ist Lehmorb oder Wahlschall auch eine Option auf Kaideo, war es schon immer, aber in dem aktuellen Meta ist das Wahlglas-Set wahrscheinlich das Beste. Oder man spielt ein Überreste-Set mit Siedewasser und Mystoschwert als Angriffe und dann hat man Gedankengut und Delegator als Statusattacken, die ebenfalls sehr nice sind, weil man kann seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung boosten und mit dem Delegator kann man diverse Matchups für sich gestalten. Wobei man dann immer noch gegen sowas wie Agrostella Probleme hat, was ja auch Dunkelnebel einsetzen kann, dafür könnte man tatsächlich über Verhöhner nachdenken. Ein Pokémon, was aber ganz sicher nicht gegen Kaideo gewinnen wird, ist Hippoteros. Dafür ist das physisch-defensive Hippoteros-Set super wichtig gegen die physisch-offensiven Bedrohungen. Sowas wie das bereits erwähnte Terrakium oder Stalobor werden einfach von Hippoteros gecheckt. Außerdem kann Hippoteros das Team mit den Tarnsteinen unterstützen und mit Wirbelwind kann man den Gegner daran hindern, irgendwie groß Setup zu betreiben und vor allem kann man immer ein wenig Tarnsteinschaden auf die gegnerischen Pokémon bekommen. Wenn ihr aber Pokémon-Home-Zugang habt, ist natürlich Toxin hier auch eine sehr gute Variante. Zu den Items kann man bei Woher noch sagen, dass man neben Überreste natürlich auch Beulenhelm spielen kann oder den Glattbrocken, denn dieses Pokémon lässt sich auch in der Kombination mit Stalobor natürlich super spielen, weil es ja die Fähigkeit Sandsturm hat. Aber das kommt letztendlich auf euer Team an. Das Hippoteros-Set von den Attacken bleibt so ziemlich immer gleich. Ein wieder erstarktes Pokémon ist das Wassereis-Pokémon Austoss. Zumindest im Smogon-OU-Format war es in letzter Zeit eher unscheinbar, aber seit Generation 8 feiert es so ein kleines Comeback. Denn mit Fokusgurt oder auch dem Kingstein hat man einen sehr starken Hausbruch-Sweeper. Mit Kingstein hat man natürlich die Möglichkeit, den Gegner zurückschrecken zu lassen, was natürlich super praktisch ist, weil man ja die Fähigkeit Wärterling hat und die Angriffe Eissperr und Felswurf immer 5-mal treffen. Mit Eissplitter hat man auch noch eine super Priorität, um Pokémon wie Katapultra zu treffen, die ja super oft gespielt werden, deshalb kann sich das auf jeden Fall lohnen. Ich würde by the way empfehlen, ein hartes Wesen auf Austoss zu spielen, damit man eine höhere Chance hat, mit dem Eissplitter Katapultra zu besiegen auf plus 2, weil das gibt keinen safen One-Hit-KO. Man kann aber auch für ein frohes Wesen gehen. Zu diesem Set lässt sich aber sonst nicht viel sagen. Klassisches Hausbruch-Set, immer gefährlich, da muss man immer aufpassen. Wobei man natürlich vor allem mit Pokémon wie Meisterriff eine ganz gute Antwort haben kann. Deshalb ist Meisterriff auch das nächste Pokémon, was ich vorstelle. Und dieses Pokémon ist natürlich mit dem Heißorb ebenfalls eine super krasse physisch-offensive Bedrohung. Denn dadurch können wir die Fähigkeit Adrenalin aktivieren, weshalb unser physischer Angriff nicht halbiert wird durch die Verbrennung, sondern wir verstärken ihn sogar nochmal um 50%. Und in Ableithieb, Abschlag und Fassade will so ziemlich niemand reinwechseln. Außerdem ist Tempohieb eine super starke Priorität, die man einfach nicht missen möchte. Natürlich kann man auch über sowas wie Nahkampf oder sogar Donnerschlag nachdenken, weil man damit mehr Schaden gegen sowas wie Kramor macht, aber das kommt halt immer ein bisschen auf das Team an. Ganz wichtig ist nur, dass man ein volles Init-Investment mit einem harten Wesen spielt, damit man diverse defensive Pokémon outspeeden kann, sowas wie Pixie zum Beispiel, dann macht man mit der Fassade auch noch sehr guten Schaden. Und auch wenn Meisterriff viele starke Fähigkeiten hat, ist dieses Heißorb-Adrenalin-Set
immer das Set, was man auf Meisterriff spielen möchte, weil es einfach am besten ist. Da durch Pokémon Home sowas wie Bisaflor und das normale Flampedian zurückgekommen sind, hat man eine sehr starke Bedrohung mit Sonnenteams. Denn wenn man Flampedian mit sowas wie Kurtel in der Sonne paart, will man einfach nichts in Walschall oder auch Walband Flampedian reinwechseln. Denn ein Flampedian mit Flammlitz in der Sonne, da gibt es nicht wirklich viele Antworten gegen. Deshalb kann ich euch sowohl das Walschall als auch Walband Set empfehlen, wobei ich sagen muss, dass man aktuell Flampedian am besten einfach nur in Sonnenteam spielt und meistens reicht sogar, wenn man dann ein Walband draufklatscht und einfach nur die Defensive des Gegners zerstört. Und dafür reichen eigentlich fast schon die Angriffe Flammlitz und Kehrtwende. Natürlich hat man mit Erdbeben nochmal einen besseren Angriff gegen Agrostella und Co. Und auch Steinhage ist ein solider Angriff. Man könnte auch über Kraftkoloss oder seinen Kopfstoß nachdenken, aber man drückt eigentlich fast immer Flammlitz. Ganz wichtig ist aber, dass man auf Level 50 4 EVs in die KP packt, weil man somit eine KP-Anzahl hat, die nicht durch 4 teilbar ist, was wichtig ist, damit man viermal in Tarnschiene reinkommt, ohne zu sterben. Wobei man meistens ja sowieso Flammlitz drückt und damit Rückstoß bekommt, aber trotzdem kann das wichtig sein. Wenn man aber ein Pokémon mit dem Walband Flampedian weghaut, hat man ein großes Problem und das ist ausweglos Diktry. Und diese Fähigkeit könnte sogar irgendwann gebannt werden, zumindest im Smogon-Format, weil es sehr ungesund fürs Meta aktuell sein kann. Denn die Sache ist, dass viele Pokémon ein großes Problem haben, wenn Diktry im gegnerischen Team ist. Mit 120 in der Initiative und dieser krassen Fähigkeit kann man eigentlich immer reinkommen. Mit dem Fokusgurt kann man immer einen Angriff überleben, was natürlich auch super ist, wenn man keine Tarnsteine auf dem Feld hat. Aber man kann auch über ein Walband-Set nachdenken, denn Diktry ist jetzt nicht unbedingt das physisch stärkste Pokémon, aber so ein Erdbeben tut halt trotzdem meistens weh. Vor allem ist die Priorität Tiefschlag auch super wichtig, weil man dann etwas gegen sowas wie Katapultra hat oder auch gegen das schnellere Zeraora. Wobei Katapultra ein Geist-Pokémon ist und somit rauswechseln kann, also vergesst das nicht. Und mit Steinkante hat man auch nochmal einen guten Angriff. Zu guter Letzt lässt sich aber alles spielen. Auf dem Walband-Set kann man Gegenschlag spielen, man kann auf dem Fokusgurt Tarnsteine, Memento Mori, Toxin spielen, man kann alles machen. Selbst auf dem Walband-Set kannst du Tarnsteine oder Toxin oder so spielen. Das ist alles möglich. So viel dann aber auch zu allen 15 Pokémon, die ich heute vorstellen wollte. Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Natürlich das Ganze etwas kompakter gefasst, aber ich denke, dass man trotzdem vor allem mit den Übersichten gut arbeiten konnte. Wenn es euch gefallen hat, sind Bewertungen und Kommentare sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.